Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulichimgarten.de/blog. Ich habe es verpasst. Eigentlich sollten die Gartenrundgänge ja immer Anfang des Monats sein. Ich bin schon weit über die Monatsmitte August. Schade. Fangen wir an, mal so ganz schnell mit dem Gewächshaus. Da draußen ist im Moment alles unter Wasser. Da komme ich überhaupt nirgendwo dran. Das hat letzte Nacht dermaßen was von geregnet. Schrecklich. Gucken wir uns mal an, was sich hier so gemacht hat und was sich nicht gemacht hat. Fangen wir auf der linken Seite wieder an. Tomaten, orange oder gelbe, rote, jede Menge. Aber die haben, wie sehr viele andere auch, so grüne Stellen dran. Grünkragenkrankheit oder wie das heißt. Das tut es nicht. Die Melone geht auch langsam den Bach runter. Eine haben wir geerntet, eine war faul. Da hinten sind noch zwei. Haben wir noch irgendwo eine? Oh, weiß nicht, irgendwo da liegt auch noch eine. Von den Meterbohnen haben wir schon reichlich geerntet. Die sind zwar jetzt alle nicht mehr so groß, auch die Pflanzen gehen langsam den Berg runter, aber wir haben reichlich geerntet. Da hinten kommen neue Salate, obwohl ich mit den Salaten im Gewächshaus nicht so das richtige Glück hatte. Ich habe gedacht, es wäre kalt dieses Jahr. Aber hier drin, die schießen alle. Das ist witzlos. Hier eine Tomate, die völlig aus dem Lot geraten ist. Nur grün und grün und grün, aber kaum Tomaten. Das ist maßlos. Die hält sich auch wacker, obwohl sie reifen nicht. Jetzt sind aber noch viele dran. Paprikas, die ich wieder vergessen habe, zu stützen. Oder zumindest anzubinden. Das Radieschen. Hier auch noch Tomaten. Die sind im Moment noch alle äußerst gesund. Zumindest die meisten. Ich müsste mich mal dringend damit befassen, diese Tomaten noch alle zu verarbeiten hier. Die beiden Salate, Schnittsalate, sind riesig groß geworden. Da hinten zwischen noch ein geschossener Salat. Paprikas, jede Menge. Obwohl das auch unterschiedlich ist. Also hier sind auch noch, kann noch eine Menge Paprika kommen. Basilikum, auch keine Zeit zum Ernten. Hätte ich gerne Pesto draus gemacht. Aus einer Charge habe ich das gemacht, aus der zweiten nicht. Noch mehr Tomaten. Wobei bei den Tomaten nur äußerst wenige dabei sind, die irgendwie wirklich schmecken. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Tomaten anders in Erinnerung. Und alle mit diesen grünen Stellen da drauf. Ich weiß nicht, woran er gelegen hat. Also wie gesagt, Paprikas, jede Menge. Die haben sich gut gemacht. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo sehr wenig dran ist, haben die sich sehr gut gemacht. Die Bohnen, diese Meterbohnen, die sind hier durch die Gegend gewachsen. Einfach entlang gewuchert. Ups, hier ist mir eine Tomate abgebrochen. Das ist schade. Vergessen anzubinden. Die Ferienzeit ist eine schlechte Zeit. Man hat keine Zeit. Hier sieht man das noch viel schlimmer. Tomaten, alle mit grünen Kragen. Hier dasselbe Spiel. Das soll vielleicht an zu starker Hitze oder Sonneneinstrahlung liegen. Weiß ich nicht. Obwohl dieses Jahr war es eigentlich gar nicht so warm. Chilis. Hier ist ein Strauch, der ist auch ziemlich groß geworden, aber da sind noch jede Menge Blüten und Früchte dran, aber noch keine reif. Hier ist eine Sorte, die weiß ich auswendig, die heißt glaube ich Conqueror. Da sind jede Menge Tomaten dran. Nur ich muss fairerweise sagen, die schmecken nach nichts. Fleischtomaten schmecken definitiv diese Sorte nach gar nichts. Zumindest nicht bei mir. Und das auch die am schlechtesten aussieht. Noch mehr Meterbohnen. Also ich weiß nicht, wie viele Portionen wir schon eingekocht haben oder eingefroren haben. Da hinten noch Paprikas. Aber man sieht das schlecht. Hier hängen noch so viele dran. Kaum zu glauben.
Auch diese Tomate hier, die hält sich wenigstens noch, aber auch die Früchte, die schmecken irgendwie nicht. Nicht so, wie ich mir gedacht habe. Dahinter Salate. Das müsste Great Lake sein. Die sind alle geschossen. Die haben überhaupt gar nicht erst groß Blätter gebildet. Die gehen jetzt alle an die Hühner und die Kaninchen. Also, hier. Die ist die einzige Sorte, die diese Grünkragenkrankheit nicht so doll hat. So, gehen wir auf die andere Seite. Da haben wir drei Tomaten, die aus Geiztrieben waren. Wobei mir eine scheint, die hat irgendeine Krankheit. Da. Fenchel ist riesig geworden da hinten. Muss ich dringend ernten. Dringendst. Meterbohnen. Massenhaft. Die wachsen schneller, als man gucken kann. Jede Menge. Die Salate, wie gesagt, hier vorne, wieder alle geschossen. Bis auf die Eissalate. Die machen es doch relativ positiv. Die machen sich relativ positiv. Hier noch eine freie Stelle, da habe ich ein paar Endivien hingetan. Obwohl ich auch wenig Hoffnung habe, dass da groß was draus wird. Oder es müsste jetzt kälter werden. So, kommen wir zu zwei Gurken. Die gehen auch langsam den Bach runter. Aber wir haben sehr, sehr viele Gurken geerntet. Ich glaube, irgendwie bei 140 oder so sind wir im Moment. Die habe ich nämlich mitgezählt. Eine scharfe Chili. Auch ganz schön viele. Dann haben wir die Auberginen. Auch einen ganzen Korb voll geerntet. Aber jetzt kommen noch ein paar. Da hinten ist noch wieder eine neue. Aber jede Menge. Mehr als man verbrauchen kann. Weil die alle so auf einen Schlag kommen. Dann haben wir zwei Paprikasorten. Die ist relativ kompakt, die ist schön. Das müsste Bontempi sein. Da sind auch sehr viele dran, die sind super. Hier ist eine Sorte, die habe ich auch nicht angebunden, die knicken mir alle ab. Schade, schade, schade. So. Aber hier, mein Kampf mit den Kohlweißlingen hat vielleicht ein bisschen Erfolg gehabt. Mal sehen, wie es aussieht, wenn man die erntet, wie viele da drin stecken. Also sie sehen nicht gut aus. Da sind Fraßstellen drauf, man sieht das. Ah, den möchte man schon gar nicht essen. Aber es sind auch andere dabei, die besser sind. Wie der zum Beispiel. Der ist nahezu perfekt. Wirklich schön. Dahinter ist noch einer. Hier ist eine Pflanze, die hat überhaupt gar nicht erst einen Kopf gebildet. Hier, das sind nur Blätter. Völlig witzlos. Da man sieht, wie der Dreck da drin ist, der Dreck von den Raupen. Nee, das wird so nicht mehr passieren. So, hier noch eine Gurke. Die ist riesig geworden. Die geht hier so rüber. Das ist auch die ertragreichste von allen. Das war eine nicht veredelte. Und es kommen immer neue. Die hält sich wirklich wacker. Die gesündeste von allen. So, das sind die Trockenbohnen. So, dann haben wir da noch, ich weiß nicht, was jetzt sind, Chilis. Hier vorne ist Porree. Der wartet noch darauf, dass ich den irgendwann mal Zeit habe auszupflanzen. Da hinten wieder Meterbohnen, da hängen sie. Und Paprikasorten, die sich nicht so gut gemacht haben, die auch sehr spät sind. Und die beiden Gurken hier am Eingang. Die habe ich hier rumgeleitet und die hängen jetzt hier wieder runter, bis hier unten. Und wie gesagt, Gurken en masse. Die am wenigsten gebracht hat, ist erstaunlich, das ist hier die vorne. Das war auch eine veredelte. Aber die hat am allerwenigsten gebracht. Aber ich nehme an, die steht hier direkt am Eingang und die ist mir am Anfang einmal zusammengeknickt. Und das hat den Schaden hinterlassen. Von dem hat die sich nicht erholt. So, die heutige Paprikaernte nochmal. Massen. Eine ganze Schüssel voll, einen ganzen Korb voll. Und fast alle ohne Schaden. Hier. Hier. Also besser kann man sie im Kaufhaus auch nicht haben. Wirklich toll.
Und das ist schon der zweite Korb, den ich habe. Also alles in allem im Moment noch ein sehr positives Jahr mit kleinen Einschränkungen. Wie gesagt, die Tomaten mit diesem grünen Kragen, ich weiß nicht, woran es liegt. Die Auberginen, jetzt sehen sie nicht mehr gut aus, aber es war wirklich viel. Ich habe genauso einen Korb voll gehabt, wenn nicht noch mehr an Auberginen. Also mehr als man überhaupt essen kann. Die Meterbohnen massenhaft. Ich weiß gar nicht, was ich da mal aus soll. Und mit dem Tomatenanbau, da muss ich mich nochmal befassen. Es geht nicht an, dass die ganzen krank sind. Ich habe noch keine Krautfäule, aber zumindest sind sie krank. Das ist nicht schön. Und dass die alle nicht irgendwie nicht nach Tomate schmecken. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Sie schmecken irgendwie nicht nach Tomate. Sie schmecken nach Wasser, vor allen Dingen die Fleischtomaten. Je größer die sind, je weniger schmecken die. Da sind welche dabei, die haben so eine ganz dünne Schale. Die sind total weich. Ist nicht irgendwie mein Geschmack. Ich müsste mal irgendwie wirklich gut schmeckende, halbwegs vernünftig widerstandsfähige Tomatensorten haben. Dann kommen die im nächsten Jahr dahin. So wahllos durcheinander wie jetzt. Ich muss mich mal noch genauer informieren. Gut. Wer mehr wissen will, neulich im garten.de/blog oder YouTube-Kanal RR Hase. Noch mehr das ganze Jahr über, was sich so hier im Garten getan hat. So, bis dann. Tschüss.